herzlich willkommen zum Vlog mit dem Max Urban. Ciao zusammen. Das mit Hemmige, Hemmige, hey. Das ist der KB dort hinten, er ist schon voll am Arbeiten. Ihr könnt irgendein Afro haben, so einen richtigen Volumen Afro mit meinen Haaren, oder? Not possible. Oh, ist gut, egal. It's over. I'm done here. Der Afro für dich. Wieso kommst du gerne zum KB? So, was ist besonders daran Laden? I feel nice. Man gibt dir einen Fresh Cut, einen Frühstück Automat, ist besser, oder? Ja. Weißt du, okay, ist alles fresh, gut, dann laufst du raus und Ladies, yeah! Yeah! KB, ich sehe, du selber hast eine recht fancy Frisur. Danke. Get up on that thing! Was heisst Fade genau? Fade ist Stufenschnitt. Ich habe so viele verschiedene Hairstyles schon gemacht. Vom Flat Top zum Zöpfli, Cornrows. Was ist und ein Flat Top? Flat Top ist so der Will Smith. Immer. Ah, Fresh Prince. Fresh. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. Wir dürfen jetzt auch so ein bisschen, auch in Amerika, in den Medien und so, sind die Leute auch wieder mehr stolz auf Heritage. Die einen tragen mega stolz auf Afro. Und die anderen haben Weaves drin, das sind, wenn man so Zöpfchen hat und nachher so Perücke wie annimmt. Was hältst du davon, wenn weiße Leute sich Cornrows machen? Also meine, da sich die Schwarzen früher keine Coiffeure haben können leisten, wir haben nicht die Mittel gehabt, um unsere Haare anders zu pflegen. Haben sie es ja selber gemacht und dem sind die Zöpfchen und so. Come on. Und heutzutage ist es etwas, wo jeder macht. Wenn es um mich geht, darf jeder machen. Darf ich noch mich selbst dazugeben? Wenn diese Leute so Cornrows haben, tut mir leid, aber 99,9% sieht echt ziemlich scheiße aus. Ich kenne es nur von den Schwarzen. Aber schlussendlich, man, it's here for everybody. Ich bin da, er ist auch da. Er lässt sich irgendwie die Frisur machen. Wie du es ja immer sagst, bei deiner Sendung ist es bunt. Ja, oder? Wir sind da zum eine bunte Gesellschaft. Wir sehen hier so ein bisschen Graffitis und Bilder, die zeigt euch mal. Wer ist das dort oben? Das ist Dr. Kwame Nkrumah. Das ist der erste Präsident von Ghana. This decade is the decade of African independence. Africa unite. Kommen wir mal zum Begriff Afro-Swiss. Was ist die Definition von einem Afro-Swiss? Die Definition von einem Afro-Swiss ist, wenn er wie ich in der Schweiz geboren ist, aber beide Eltern sind, muss man Land aus Afrika, der entweder eine weiße Mutter hat oder einen weißen Vater oder eine schwarze Mutter. Also alle, die irgendwo gerne im Kontinent Afrika. Es hat auch mit dem Lifestyle zu tun, dass man weiss. Es ist so eine Tradition in der Schweiz, oder dass man weiss, wie es Bundesrat haben wir. 7. Das ist im Fall kein Misswahl. Dass man aber auch weiss, in Afrika, dass es in gewissen Ländern eben noch so Malaria gibt. Dem sage ich ein Afro-Swiss, der so Bescheid weiss über all die Sachen. All my ladies. Er kann voll tanzen. Ist das unter? For like you give me love, oh. Now you the catch in my shot, oh. For your sake, I go touch, oh. Und du kannst im Falle etwas anderes ganz verrückt. Du kannst etwas mit deiner Stimme machen. Ich weiß nicht mal, wie ich das so beschreibe. Meine Geschwister, die kennen das alle. Das ist wie wenn man da das. So wie Kind so Sachen machen. Spielereien, die in Afrika die Kinder gemacht haben. So hier ist Swiss Tamil, Afro-Swiss. Yeah. Jetzt wollen wir von den Leuten wissen, was verstehen sie unter Afro-Swiss. Ihr wollt es wissen im Kommentarfeld. Und wenn euch das Video mit Max gefallen hat, dann gebt uns ein Like, zu subscriben, zu teilen. Einfach Liebe teilen. Du kennst alle da, gell? Also kannst du da irgendwo noch rumstehen? Genau. Also. Finish on that. Ha!